damit herzlich willkommen zurück zu unserem Rollercoaster Tycoon 3 Let's Play. Mein Name ist Project KLP und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und zwar Inselhopping. Am Strand dieses Tropenparadieses wäre es nur allzu verlockend, es sich mit einem netten Buch bequem zu machen. Diese ruhige Insel braucht einen Schuss Spannung, aber das Wetter und der entspannte Lebensstil erfordert einen coolen Park, der trotzdem Geld einbringt. Ja, schwingen wir uns natürlich rein. Wir stellen uns der Herausforderung, würde ich mal sagen. Das wird, glaube ich, auch wieder so ein Park, der zwei Parts brauchen wird, denn ich weiß nicht, ich habe so die Vermutung. Das, allein schon, wenn das Spiel mir so sagt, ja, einen coolen Park, der trotzdem Geld einbringt, da kann ich mir schon denken, dass wir wieder ein mega hohes Darlehen oder sowas zurückzahlen müssen. Ich könnte wetten, ja. Naja, mal schauen. So. Der Park wird initialisiert. So. Mindestlänge 310 muss von allen Bahnen erfüllt werden. Und der Park benötigt mindestens eine Bahn. Und mindestens 82,80 Darlehen. Oh, nein. 10.000 Darlehen. Ja, leck mich doch am Mucker. 310, 82,0. Okay. Okay, gut, gut. Und der Park benötigt mindestens drei Bahnen. Ja, mindestens zwei Bahnen. Okay, das heißt, wir bauen gleich mal so Richtung drei Bahnen. Und ihr seht schon, wir haben hier nur, ja, diese kleinen Inseln hier zur Verfügung. Also nicht sehr viel. Die Besucher kommen hier, ja, mit Schiffen angefahren. Naja, können wir ja wenigstens Eintritt verlangen. Können wir auch nicht. Ja, dann bauen wir doch gleich mal eine Achterbahn. 310 und 82,0. Na, reicht noch nicht ganz. Vielleicht das hier? Nee. Ach ja. 82,0. 82,0, mindestens 310 Meter. 210 Meter, 310 Meter, 310 Meter. Alle sind ja alle so teuer hier, ist ja schlimm. So, Korkenzieher, Achterbahn. Nö. Das ist doch alles viel zu teuer, Gottverdammt. Dann. Na toll. Dann wünsche ich dir Rundwagen, Achterbahn. Komm schon. Hey, ja, da muss ich selbst eine bauen. Und das hasse ich wie die Pest. So. Ja, wo zwiebel ich die jetzt am besten hin? Das ist natürlich jetzt die Frage. So eine Achterbahn mit seitlicher Führung habe ich auch so lange nicht mehr gebaut. Ja, toll, die Bahn hier besitzt ja noch nicht mal. Naja, Hust, Gabe. Hier etwas steiler runterzufahren, meine Güte. Sehr schlimm. Fahrtlänge mindestens 310 Meter. Hey. Oh ja, ich glaube, das passt hier nicht so ganz. So, dann machen wir bitte den Testlauf. Wir fahren natürlich mit. Oh Mann. Darlehen haben wir 10.000, ey. Das ist doch viel zu viel. Wie soll man das alles zurückzahlen? Naja. Da werde ich dann wohl wieder offscreen ein bisschen warten, bis wir hier wieder genügend. Ja, toll, der Zug bleibt. Verarsch mich doch nicht, ey. Ich glaube, der Zug schon da oben stehen. Ich glaub's nicht. Das Spiel will mich gerade ein
bisschen verarschen. Sag mal, wie soll denn das gehen, wenn der Zug allein schon hier oben liegen bleibt? Gut, jetzt geht's. Ja toll, jetzt muss ich wieder von unten mitfahren. Ah, Leute, diese Achterbahn. Ich werde sie jetzt schon hassen. Ich glaube, das ist auch eine meiner schlechtesten Achterbahnen, die ich bis jetzt hier gebaut habe. Mit der erreichen wir niemals die Geschwindigkeit hier von 82 km/h, ne? Niemals. Vielleicht von der Länge her, aber noch nicht mehr. Oh! Okay. Dann wohl doch. Obwohl, falsche Wegart. Was wird denn hier verwendet für eine Wegart, die da... Na gut. Ah, wenn ich es wieder hier Geld verlangen für die Bahn. So, brauchen wir jetzt nochmal eine Bahn mit den gleichen Werten. Und das Darlehen müssen wir eben zurückzahlen. Ja, das könnte jetzt natürlich eine schwere Nuss werden. Obwohl, Moment. Stopp. 2. So. So, dann machen wir nämlich jetzt gleich noch doppelt so viel Kohle, weil wir nämlich mehr Wagen zur Verfügung haben. Dann stellen wir hier vielleicht noch irgendwo eine Toilette hin vielleicht. So. Dann natürlich hier noch ein Getränketeil. Ich bin nicht durstig, ja, das kommt noch. Neue Attraktion Tilt-Achterbahn. Na gut. Können wir aber noch nicht gebrauchen. So, dann tun wir hier gleich mal jemanden anstellen, der putzen tut und einen Mechaniker. So. Ja, also wir haben hier nicht sehr viel Platz auf in diesem Park, das heißt, ich muss hier gut planen. So. Dille. Jetzt, das Darlehen zurückzahlen. Ja, das könnte was werden. Na toll. So. Eine Kinderachterbahn mit 82 km/h. Ob man sowas hinbekommt, ich weiß ja nicht. Ich meine, probieren kann man es ja mal. Na, wie bohre ich denn jetzt am besten? So. So, bei der Bahn ist halt der Vorteil, dass man hier extrem Platz sparen kann, indem man so mit diesem, ja, Rundlift hochgeht. Kostet hat aber auch dementsprechend Geld. So. So. Dann hier eine höhere Lüftgeschwindigkeit, geringe Reibung. So.
Machen wir mal einen Test. Oh nein, 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 stopp. Und zwar so machen wir jetzt Test. Wir wollen da ja nicht mit rein rasen, sondern wir wollen den Test so machen. So. Dann mal schauen, ob wir die geforderte Geschwindigkeit auch hinbekommen. Naja. Die haben wir niemals erreicht, glaube ich. Ne, haben wir nicht erreicht, ne. Ich kann ja mal gucken, Geschwindigkeit 93, doch Geschwindigkeit hätten wir. Aber die Fahrtlänge reicht noch nicht. Na gut, ich muss die Bahn jetzt erstmal so eröffnen, wie sie ist. Denn wir brauchen halt eben, ja, Geld. So, wisst ihr was ich jetzt machen werde? So können wir nämlich wieder doppelt so viel Kohle scheffeln. So. Krokodilballons. Ja, damit kann man natürlich auch viel Kohle scheffeln. Stellen wir natürlich gleich mal einen auf. So. Dann muss ich nämlich jetzt erstmal warten, bis ich hier wieder Kohle reinbekomme. Bedingung muss an beiden Bahnen erfüllt werden. Ach, die maximale Geschwindigkeit. Ach du Scheiße. Das heißt, wir haben hier schon lange überschritten. Wie viel hatten die hier? 78. Hui. Das heißt, ich werde... Nein. Das heißt, ich werde die Bahn hier nochmal umbauen müssen. Und zwar mal gewaltig. Ja, hätte ich das gewusst? Aber das sagt mir ja keiner. Von dem her wusste ich das natürlich auch nicht. Oh Gott. So, jetzt noch mal die ganze Schuhe. So, die stehen ja hier sogar schon bis draußen an. Das ist natürlich heftig. Jetzt Geschwindigkeit hätten wir, aber die Bahnlänge haben wir immer noch nicht. Das heißt, ui, die ist ja sogar noch kürzer geworden. Ja, ist ja auch irgendwie klar, aber das müssen wir nachher irgendwie wieder reinbekommen, wenn wir genug Geld haben mit der Fahrtlänge. Habe ich auch schon so einen Plan, wie ich das machen werde. Als erstes brauchen wir Geld. Denn ohne Geld wird hier nichts gehen. So, jetzt. Das baue ich hier nochmal um. Und zwar mache ich jetzt einfach quasi einen Penner-Trick. Und zwar mache ich jetzt einfach hier...
einfach hier mal so ein bisschen, ja, Mist machen. Oder, ja, Mist bauen, sag ich jetzt mal. Hauptsache die Streckenlänge geht ein bisschen hoch. So, jetzt mal schauen. Ja, ja. Neue Attraktion, Hershey's Kissing Tower. Meter haben wir. Jo, aber auch wegen 71 Zentimeter gerade noch so geschafft ist, müssen wir halt das Darlehen zurückzahlen von 10.000. Ja, und das können jetzt natürlich ein klein wenig sich ziehen. Deshalb, ja, würde ich sagen, sehen wir uns doch einfach mal gleich wieder. So, da melde ich mich auch wieder zurück. Ich habe jetzt hier noch einen Hähnchenstand, einen Hotdogstand gebaut. Hier noch eine Toilette und ein Erste-Hilfe-Teil, weil die Leute rumgeheult haben, dass sie zu wenig Toiletten und zu wenig Essen und so. Aber wir können das hier schön unser Darlehen mal zurückzahlen. Zack. Extra Land können wir nur kaufen. So, 82,80, 3 Bahnen und 310. So, und das sehen wir natürlich gleich hier wieder. Ui, 20.000 können wir aufnehmen. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir gleich mal eine Bahn hin. Muss natürlich alles an Kriterien erfüllen. Ja. Bauen wir vielleicht so eine Korkenzieherbahn, darf halt nicht schneller werden. Ah, hier, komm. Die können wir jetzt bauen mal. Okay, da drüben. Erstmal muss ich hier gucken, wo hier der Eingang ist. Ja, viele Besucher sind durstig, ist mir gerade egal. So. Jetzt muss ich hier natürlich erstmal gucken, dass ich mit dem Weg hier rüber komme irgendwie. So, ein echter Tycoon, ein neues Bahndesign ist verfügbar. Und sie lassen alle schön ihre Krokodilballons hier für uns fliegen. Das ist doch schön. Und das möchte ich jetzt noch machen, bevor wir hier den Park beenden. Wenigstens hier noch das Ding bis zum Ende bauen. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Und wir haben nicht mehr genügend Geld. Okay, das ist mir jetzt auch scheißegal. Wir haben den Park geschafft. Ja, die Folge wird recht kurz sein. Was für Project Key. Dafür. Ja, nähern wir uns immer mehr dem Ende. Ja. Und. Ja. Bis zur nächsten Folge. Euer Project Key LP. Tschüss.